Hallo liebe Leute, ich habe jetzt festgestellt, dass sehr viele Leute die Birgit gucken, also Birgit Fischer als Medium. Und ich muss sagen, wenn ich sie mir angucke und da ein bisschen was laufen lasse bei ihren Videos, also mein Gefühl, also ich bin ja Krebs im Sonnenzeichen, Krebs im Aszendenten und Löwe im Mond und ich habe eine unglaubliche Hellfühligkeit und Gabe, Menschen zu lesen, im Sinne, sind sie authentisch, sind sie nicht authentisch, sie sehen es selber manchmal auch nicht. Und ich muss sagen, also ich kann, bei den anderen kann ich nochmal so reingucken, also bei Birgit fällt es mir wirklich brutal schwer, also ich weiß nicht, also es wirkt für mich extrem aufgesetzt. Es wirkt für mich, und was ich interessant finde, ist, dass sie mehr Abonnenten hat und mehr Zuschauer als viele andere, wo ich sagen würde, okay, da finde ich die Sonja von Schladen sogar besser. Also um einiges. Ich tue mir da wirklich wahnsinnig schwer. Das eine ist auch wieder dieses, wir brechen auf, neue Zeit und so, habe ich ja vorhin schon erwähnt. So, ja, klar. Und das andere ist dann so Aliens, UFOs und Sternenvölker, jetzt wird es konkret. Und dann immer die Kommentare sind auch immer so geil. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, schaue ich immer in den Himmel und spüre die Energie und fühle sehr eine bessere Welt und eine Veränderung. Diese Spaziergänge in der Natur geben mir Kraft und innere Ruhe. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass bei mir, also jetzt, wo ich die Videos so gemacht habe mit den Name-Droppings und so, dass vorwiegend Frauen ab von 44 bis 65 diesen Content schauen. Das sieht man auch in den Kommentaren. Und ich möchte jetzt so eine kleine Analyse machen. Das sind meistens Frauen, die entweder Single sind oder schon Kinder haben. Definitiv die, die Single sind und keine Kinder haben, die können keine Kinder mehr haben. Oder planen, oder es ist unwahrscheinlich, dass sie noch welche haben, oder es auch nicht mehr so schlau finden, welche zu haben. Und die sind, sage ich mal, so zwischen 40 und 65, so, das habe ich bei meinen Statistiken gesehen. Also 90% der Personen, die diesen Content gucken, wenn nicht mehr, sind Frauen zwischen 40 und 65. Das sind Frauen, also wo es nicht mehr so stark um, sage ich mal, um Sexualität geht im Leben, in dem Sinne, sondern die müssen sich, ich sag mal, neu orientieren. Und ich merke das zum Beispiel bei mir, das ist, wenn ich masturbiere, ja, ich bin ja noch sehr hoch im Libido. Und wenn ich jetzt masturbiere und dann spüre ich danach, wenn ich jetzt zwei, dreimal masturbiert habe, dann spüre ich natürlich eine Leere. So, und was mache ich jetzt mit der Leere? Das heißt, die Libido ist weg. Was bleibt übrig? Was übrig bleibt, ist letztendlich, entweder muss ich das Ego umorientieren auf etwas, was es interessant findet. Das kann zum Beispiel Essen sein, Reisen sein, Spiritualität, Neospiritualität oder so. Oder es fällt in so eine Art Depression. Und was ich vermute ist hier, dass den Frauen zwischen 40 und 65, dass sehr viele auch verletzte Frauen darunter sind und dass sie dann ein, sage ich mal ganz salopp gesagt, die haben nichts zu tun. Und dadurch entsteht, glaube ich, weil sie sich, sage ich mal, einen Ort brauchen, um sich zu verstecken, finden sie dann halt so Content wie Aliens, UFOs und Sternenvölker. Und frischer Wind der Dekaden verändert. Also, ich glaube, dass das letztendlich nichts anderes ist als eine Form von Übersprungshandlung,
um ein bisschen, sage ich mal, Halt zu haben, überhaupt einen Halt zu haben. Und hier kommt nämlich die echte Spiritualität ins Leben. Versuch keinen Halt zu haben. Lass diese Ideen über Zukunft los. Es geht ja immer um über Zukunft. Vorschau. Es geht ja Vorschau, 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 Vollmond, Vorschau, Energievorschau. Es geht immer um die Zukunft. Aber wer wirklich spirituell ist, der weiß, es geht ums Jetzt, nur ums Jetzt. Es geht um die Stille, die Wahrnehmung im Jetzt, keine Zukunft, keine Gedanken. Und das ist aber den meisten zu hoch. Das habe ich ja schon mal beschrieben, obwohl es eigentlich eine total einfache Sache ist, aber die Leute haben Angst, sich selber anzugucken, weil halt schon so viel angesammelt ist. Es ist schon so viel angesammelt über Generationen, über Inkarnationen, viel Karma, viel Trauma. Und anstatt sich das anzugucken, und auch in dem Leben das Trauma, und anstatt sich das anzugucken in diesem Leben, macht man halt Übersprungshandlungen und guckt sich halt Content an, der über Vorschau und neue Zeit spricht. Ich würde mal sagen, so, wenn ich, egal wer zu mir kommt in eine Session, dem zeige ich im Endeffekt direkt oder indirekt zeige ich halt die Stille erstmal. Und dann kommt immer schon vieles an die Oberfläche, weil die meisten wissen gar nicht, was Stille ist. Stille wahrzunehmen, im Hier zu sein. Und die sind mit den Gedanken so identifiziert. Und dann geht man natürlich immer in die Zukunft. Was kommt in einem Monat? Was kommt morgen? Was kommt in einem Jahr? Mich interessiert Vorschau überhaupt nicht. Ich will gar nicht wissen, was in einem Jahr ist. Was aber man machen kann, ist, dass man aus der Intuition etwas macht, was vielleicht für die Zukunft gut sein wird, ja? Weil man jetzt gerade spürt, dass man das oder das machen will. Aber für mich, also, deswegen auch mit der neuen Zeit, weißt du, wenn man spirituell erwacht ist, was ich bin, ohne dass ich, es ist einfach ein spirituelles Erwachen da, dann weißt du, dann kennst du den Unterschied zwischen wahrem spirituellen Content und einfach nur Übersprungshandlungen, um sich mit irgendwas zu beschäftigen. Ja, und der Andrang für diese Videos zeigt letztendlich, dass die Geisterschaft überhaupt noch nicht so weit ist, dass da keine neue Zeit ist. Eine neue Zeit wäre, wenn irgendwie jeder Eckhart Tolle und Mucci guckt. Und daraus irgendwie was Neues entsteht. Aber ich habe zum Beispiel noch nie, ich habe noch keinen Deutschen kennengelernt, der Muji guckt. Ich habe Tschechinnen kennengelernt, ich habe die das gucken, ich habe, wen habe ich noch kennengelernt? Belgier, glaube ich, waren das, in Spanien, die dort wohnen. Die gucken, ah nee, die gucken Rupert Spira. Gut, aber es ist ja auch Non-Dualitäts-Erwachen-Content. Ja, und eine Sache ist zu gucken und eine andere Sache ist auch, dass wirklich das spirituelle Erwachen passiert. Ja. Also, sie nennt sich hier Medium und Spiritual Teacher, spricht aber über Zukunft. Ein spiritueller Lehrer ist eigentlich irgendwie, da geht es ums Jetzt und die Erkenntnis des Jetzt. Also, erinnert mich auch so ein bisschen an die, wie heißt sie? Teal Swan, die Amerikanerin. Extrem populär, aber das Ego will halt immer Beschäftigung. Ist halt so. Was will man machen, ne? Trotzdem. Spannend. Ja gut, okay. Ich wünsche euch was. Was ist das hier? Ah, für $5 im Monat kannst du bei ihr drei verschiedene Creator-Level haben. Es ist halt ein Business, ja. Aber gut. It is what it is.